Aliens könnten uns schon längst beobachten. Das zeigt eine neue Karte, die Wissenschaftler mit einer spannenden Herangehensweise entwickelt haben. Bleibt dran, um alles darüber zu erfahren und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch in Zukunft keine Weltraumvideos mehr zu verpassen. Dieses Video wird übrigens gesponsert vom Proton Mail, der beste Anbieter für verschlüsselte E-Mails, aber dazu später mehr. Herzlich willkommen, Leute. In den letzten Tagen geisterte der ominöse Pentagon-UFO-Bericht durch die Medien und vor allem auch durch viele YouTube-Channel. Und auch wenn einige Leute euch etwas anderes suggerieren wollen, in diesem Bericht stand nichts von Aliens. Es wurden einige bestimmte Sichtungen von unbekannten Flugobjekten erwähnt, für die es derzeit noch keine plausible Erklärung gibt. Das war's. Ich habe mich hier auf diesem Channel ja schon öfter zum Thema Alien-UFOs geäußert und meine Erklärungsansätze für die bekanntesten Sichtungen, wie zum Beispiel die der USS Russell, vor einigen Monaten abgegeben. Meines Erachtens handelt es sich hier entweder um Bildfehler oder Bildunschärfeeffekte, sogenannte Bokeh, oder aber um geheime Militärtechnologie, entweder der USA, der Chinesen oder der Russen, aber sehr, sehr wahrscheinlich nicht um außerirdische Besucher, die hier mit Gerätschaften herumschwirren, die wir Menschen sofort als Flugobjekte identifizieren. Letztlich besagt das schon Occams Rasiermesser, ein Grundsatz, der besagt, dass von mehreren hinreichend möglichen Erklärungen für ein und denselben Sachverhalt die einfachste Theorie allen anderen vorzuziehen ist. Und die einfachste Theorie für unscharfe, verwackelte Bilder ist nicht Besucher aus lichtjahreweiten Sternsystemen. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Aliens gibt und die Suche nach ihnen aussichtslos sei. Irgendwo in den gigantischen Weiten unserer Galaxis, der Milchstraße, wird sich sicherlich außerirdisches Leben verbergen, in welcher Form auch immer. Die allermeisten Astronomen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, versuchen herauszufinden, auf welchen von der Erde beobachtbaren Exoplaneten oder Exomonden Alien-Lebensformen existieren könnten. Aber wie wäre es damit, die ganze Sichtweise mal umzudrehen und sich zu fragen, von welchen Exoplaneten Aliens uns, also den Planeten Erde, beobachten könnten? Genau diesen Ansatz hat das österreichisch-amerikanische Forscherduo Lisa Kaltenegger und Jackie Faherty verfolgt und eine super spannende Sternenkarte erstellt mit Orten, von denen neugierige Aliens uns beobachten können. Bevor wir uns diese Karte mal ganz genau ansehen, widmen wir uns kurz nicht der außerirdischen Kommunikation, sondern dem irdischen Mailverkehr. Ich möchte euch den spannenden Service vom Proton Mail vorstellen, den ich selbst nutze und den ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen kann. Jeder von uns schreibt täglich eine Menge Mails und in diesen Mails enthalten sind allerlei Informationen, sensible Daten, private Geheimnisse und so weiter und so fort. Ich lebe zum Beispiel seit 2 Monaten in Italien und kommuniziere mit meinen ganzen Geschäftspartnern, aber auch mit Bekannten und Freunden von hier meistens per Mail. Natürlich will ich, dass auch nur der Empfänger der Mail dann den Inhalt sieht, indem es eben oft auch um geschäftliche Pläne geht, die niemand anderen etwas angehen. Eigentlich sollte das natürlich selbstverständlich sein, doch leider ist es so, dass viele Mailunternehmen den Inhalt eurer Mails nutzen, um dann eure Daten auszuwerten und auf euch zugeschnittene Werbung auszuspielen. Sicherlich ist euch mal aufgefallen, dass ihr irgendwas in der Mail erwähnt habt, und kurze Zeit später haltet ihr dann eine Werbeanzeige genau dafür. Mit Proton Mail könnt ihr das vermeiden und eure Daten sichern. Proton Mail wurde nämlich von Schweizer Wissenschaftlern der Forschungseinrichtung CERN gegründet, was ich persönlich ziemlich cool finde und weswegen ich es auch selbst nutze und euch eben guten Gewissens empfehlen kann. Eure Daten werden bei Proton Mail Ende zu Ende verschlüsselt und mit sogenannter Zero Access Encryption geschützt, sind dadurch also absolut sicher vor Unternehmen, Hackern, staatlichen Einrichtungen oder wer auch immer gerne in euren Mails mitlesen möchte. Proton Mail ist mittlerweile der größte Anbieter von verschlüsselten Mails und bietet euch einen dauerhaften, kostenlosen Service, bei dem garantiert keine Daten von euch gespeichert werden. Die Anwendungen von Proton Mail sind allesamt Open Source und werden ständig überprüft und perfektioniert. Vor kurzem gab es auch nochmal das größte Redesign, seit Proton Mail gestartet ist und wodurch die Nutzerfreundlichkeit nochmal erheblich erhöht wurde. Wie schon erwähnt, ist das Ganze grundsätzlich absolut kostenlos. Für coole Features kann man dann zum Beispiel auf dem Plus-Plan upgraden, bei dem man bis zu 5 GB Speicherplatz und eine eigene Domain erhält und bis zu 1000 Mails pro Tag verschicken kann. Ich weiß, dass das Thema Mail-Account jetzt keines ist, mit dem man sich leidenschaftlich
wissenschaftlich gerne befasst, aber es ist wirklich super wichtig, dass mehr Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie ungeschützt ihre sensiblen Daten bei den allermeisten normalen Mail-Anbietern sind. Klickt also unbedingt auf den Link in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar, um euch kostenlos bei ProtonMail zu registrieren und ab sofort einen Mail-Anbieter zu haben, der eure Privatsphäre respektiert. Zurück zu einer Kommunikation, die auch sehr kryptisch ist, der mit Aliens. Die Forscherinnen Lisa Kaltenegger und Jackie Faherty haben herausgefunden, dass sich in den letzten 5000 Jahren 1715 Sternsysteme in der richtigen Himmelsposition befunden haben, um unsere Erde beim Transit durch die Sonne zu beobachten. Diese sogenannte Transitmethode ist die Hauptmethode, mit der wir nach Exoplaneten suchen. Stellt euch vor, ihr beobachtet einen weit entfernten Stern. Ihr guckt und guckt und guckt und denkt euch, ja, ziemlich hell dieser Stern, aber ansonsten so ein bisschen langweilig. Und plötzlich passiert es, die Helligkeit des Sterns fällt minimal ab für einen gewissen Zeitraum und nimmt dann wieder zu. Was ist da passiert? Ein Exoplanet ist vor seinem Stern vorbeigewandert, hat einen Teil des Lichts geblockt und ist dann schließlich vorbeigezogen. Das ist die sogenannte Transitmethode, mit der man bislang fast 80% aller Exoplaneten entdeckt hat. Die Entdeckung von Lisa Kaltenegger und Jackie Faherty bedeutet also, dass es in den vergangenen 5000 Jahren aus 1715 außerirdischen Sternsystemen möglich gewesen wäre, die Erde mit der Transitmethode zu entdecken, während sie vor der Sonne auf ihrer Bahn vorbeigezogen ist. Wenn also irgendwo ein schlauer Alien-Astronom zum richtigen Zeitpunkt in sein Alien-Teleskop geschaut hat, gab es jede Menge Gelegenheiten, uns zu entdecken. Jackie Faherty, die übrigens Astronomin am American Museum of Natural History in New York City ist, beschreibt den Ansatz der Studie wie folgt. Anstatt ständig zu fragen, was können wir von anderen Welten entdecken und wo sind die anderen Welten, die wir entdecken können, sollte man es andersrum betrachten. Welche Welten können uns finden, wie viele von ihnen und für wie lange? Nur wie findet man außerirdische Welten, von denen aus man uns beobachten kann? Die beiden Forscherinnen nutzten dafür die Daten des Gaia-Teleskops der Europäischen Weltraumbehörde ESA. Gaias Mission ist es, einen großen Teil des Sternenhimmels zu durchmustern und so eine dreidimensionale Karte von Milliarden Sternen unserer Heimatgalaxis zu erstellen. Und 1% der Sterne der Milchstraße werden dabei mit noch nie dagewesener Genauigkeit erfasst. Jetzt kann man sagen, nur 1%? Was ist denn das für eine doofe Mission? Aber 1% aller Sterne unserer Heimatgalaxis sind eben immer noch, nach pessimistischen Schätzungen, mindestens 1 Milliarde Sternsysteme. Wenn ihr euch vorstellt, dass jedes Sternsystem im Durchschnitt wohl so 2 Planeten und mehrere Monde besitzt, kommen wir also alleine bei 1% schon auf unvorstellbare Ausmaße an außerirdischen Himmelskörpern, auf denen Aliens sitzen könnten und uns beobachten. Von 7 der von Kaltenegger und Faherty kartierten Sterne ist bekannt, dass sie Exoplaneten aus Gestein beherbergen, von denen man sogar annimmt, dass sie flüssiges Wasser und damit möglicherweise außerirdisches Leben beherbergen. Einer davon, ein Exoplanet mit dem Namen Ross 128b, befand sich etwa 2000 Jahre lang in der Transitzone der Erde. Von Ross 128b konnte man unseren Planeten zwischen dem 10. Jahrhundert vor Christus bis ins 10. Jahrhundert nach Christus transitmäßig beobachten. Ein Zeitraum also, der die Herrschaft Alexander des Großen, den Fall Roms und den Höhepunkt der Maya-Zivilisation umfasst. Ross 128b ist tatsächlich einer der Exoplaneten, auf dem man am ehesten Leben für möglich hält. Wenn also irgendwo ein Alien-Astronom uns entdeckt hat, dann dort. Stellt mal vor, auf Ross 128b machen sich gerade Aliens auch Gedanken darüber, ob es auf dem Exoplaneten Erde vielleicht Leben gibt. Vielleicht gibt es ja sogar eine Ross 128b-Version von mir und dieser Exo-Tim erklärt gerade seinen Zuschauern etwas über Möglichkeiten von Leben im All. Übrigens haben die Forschungsergebnisse auch gezeigt, dass es einige Sternsysteme gibt, von denen aus die Erde erst in mehreren Jahrhunderten und Jahrtausenden per Transitmethode zu entdecken sein wird. Das wäre doch eine gute Möglichkeit, uns etwas auszudenken, womit wir uns dann bemerkbar machen können, wenn es soweit ist, oder? Vielleicht eine riesige Apparatur, mit der wir einen separaten Schatten auf die Sonne werfen können oder so. Schreibt mir gerne eure Ideen in die Kommentare. Wie können wir uns bei der nächsten Transitphase den außerirdischen Beobachtern bemerkbar machen?
Ich bin gespannt, was euch so einfällt und ob das übrigens eine gute Idee ist, unsere Position im Kosmos zu offenbaren oder ob wir damit das Risiko eingehen, dass Aliens herkommen und uns vernichten wollen, habe ich euch im angezeigten Video erklärt, in dem es um die sogenannte dunkle Waldtheorie geht. Schaut es euch mal an. Außerdem freue ich mich, wenn ihr mal auf den Shop-Button klickt. In meinem Weltraumshop gibt es meine eigenen selbstgeschriebenen Weltraumbücher, echte Meteoriten, Plüschplaneten und vieles mehr. Mit dem Link hier gibt es Rabatt auf alles und jeder Kauf unterstützt meine Arbeit. Absolute Win-Win-Situation also. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.